Toni Knittel von der Gruppe Blutschink und Frank Zander auf dem Weg in die Wiener Hofjagd- und Rüstkammer. Grund ist ein gemeinsames Kindermusical-Spektakel mit Titel Ritter Rüdiger. Da ist geschichtliches Know-how gefragt. Frank Zander spielt den bösartigen Zauberer. Für Autor Toni Knittel eine logische Folge, denn Zander hat ihn schon in der Jugend beeinflusst. Wie ich 13 war, bin ich von zwei Musikprojekten sozialisiert worden. Die Beatles, deswegen die hohe Stimme, aber gleichzeitig war Frank Zander immer auf diesen Ketel-Platten drauf. Und da waren immer Schnulzen drauf, meine drei Schwestern wollten immer die Schnulzen hören. Und dann kam wieder zwischen der Urenkel von Frankenstein. Frank Zander ist noch immer ein bisschen Frankenstein und ein bisschen von Kurt. Und deshalb haben sich Tiroler und Berliner sofort bestens verstanden. Manchmal muss ich auch, was, wie und Blutschink, das muss ich erst mal lernen. Ich hatte leichte Schwierigkeiten, aber nach zwei Glas Bier war das okay. Die Rolle des Zauberers Nebukator ist dem 64-jährigen Berliner Paradekomödianten Zander scheint's wieder einmal auf den Leib geschrieben. Und er ist auf den Geschmack gekommen. So Zauberkräfte wären auch heute noch ein verlockendes Talent. Ja, Dinge zu verändern. Also irgendwas zu umreißen, anzufassen und das, was ich mir vorstelle, draus zu machen. Das wäre eine tolle Sache. Ja, dann würde ich aus einer Vase eben mal einen Mercedes machen. Ne? Aber so faszinierend die Welt der Ritter, Burgen und Drachen auch ist, das Mittelalter ist bei weitem keine Epoche, wohin sich der Blutschink-Sänger und Frank Zander zurückwünschen. Aber wenn ich mir vorstelle, bei dieser Kälte und die Nase wurde ja erst, glaube ich, erschaffen im Jahre 1900, nicht? Wie es da roch und so weiter, diese Kälte, diese Armut auf dem Lande, nur als Ritter und das, was im Kino zu sehen ist, das ist immer toll, nicht? Wenn du die Chance hättest, in eine Zeitmaschine einzusteigen und im Mittelalter so ein bisschen dieses Burgenwesen und im Palast und so weiter ein bisschen das Ganze anschauen zu können, wäre schon mal interessant. Aber ehrlich, ich bin ein Mensch des dritten Jahrtausends und fühle mich da sehr wohl. Ritter Rüdiger,